Ich habe aber noch eine letzte Frage an Sie. Sind Sie gespannt, Frau Amherd? Sie schauen mich so prüfend an. Man weiß nie, was kommt. Man diskutiert ja im Moment über das Bundesratskarussell, das sich dreht und dreht. Und ich habe ganz eine einfache Frage. Es sind ja Weihnachtsmärkte im Moment überall. Wann sind Sie, Frau Amherd, zuletzt auf einem richtigen Karussell gewesen? Ich würde sagen, mindestens 30 Jahre. Auf dem Rössli oder in den Kutschen oder im Feuerwehrrad? Sicher vom Rössli. Herr Gasly. Letztes Jahr. In Frankreich. Da kommt gerade noch etwas. Mit wem oder ganz allein? Mit meiner Frau, aber nicht auf dem Rösli, das war mit der Frau des anderen Ehepaars, das zusammen war. Roger Nordmann, das letzte Mal auf dem Karussell. Ah, wahrscheinlich vor 5 Jahren. Nachher sind meine Kinder 5, 6 geworden und dann konnten sie alleine auf den Ross gehen, brauchten mich nicht mehr. Dann bin ich nicht mehr auf dem Karussell gegangen. Die Kinder sind alleine gegangen, jetzt sind sie 10 und 11 und brauchen den Vater nicht mehr für das Karussell. Fast zu alt für das Karussell sogar. Aber haben Sie gehört, man kann auch ohne Entschuldigung, ohne Rechtfertigung durch Kinder das Karussell. Adrian Amstutz. Ja, schon etwa ein Jahr mit dem kleinsten Grossbub zu tun auf dem Karussell. Schön gewesen. Rössli? Rössli, ja. Danke vielmals und danke Ihnen zu Hause. Heben Sie